Moin Leute und herzlich Und willkommen herzlich zurück. willkommen zu. Du hast mich so aus Du dem hast mich Konzept so aus gebracht. dem Konzept Ja, hör gebracht. auf damit! Auf damit! Lass das, Lass Jasmin! das, Jasmin! Herzlich willkommen zurück bei Herzlich Seven. willkommen zu Seven Days to Die. Ich mute dich Ich. gleich. Ich wollte es mal ein bisschen lustiger Ja, machen. Ich bin doch. okay. Ist schon lustig. Du bist schon ein Witzboy. Ja, Ein ich ganz lustiger. Ich werde doch so oft kritisiert. Ja, ein ganz kleiner Frechdachs. Ja. Kleiner Schlawiner. Herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Da ist. Ach nee, das bist du. So, wir sind in der Folge nach dem Blutmond. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Zombie, aber da bist du gewesen. Und wir wollen einmal. Ja, danke, danke. Sehe ich aus, bitte, als würde ich verwesen. Ja, du Wobei, stinkst auf jeden Fall. Naja, so. ich wurde heute auch für 40 plus geschätzt, ne? Also. Ja, kurz vorm Verwesen. Ja, mal eben so 10 Jahre älter gemacht. Autsch. Das tat so weh. Aua. Das tat so weh, sagt er. Aua. Also jetzt hörst, muss hörst ich du aber das? Erstmal. Oh Mann, ich komme hier. Warum komme ich hier eigentlich nie runter? Kann mir das mal einer verraten? Hörst du das auch? Du? Ich höre kein Bullshit. Nein? Hast du auch dieses komische Geräusch? Gerade? Das ist hier noch so rot. Nein. Das ist so ein richtiges ächzendes, nervtötendes. Ich hau dir gleich eine, du. Ich fand mich lustig. High five für mich in mein Gesicht. In your face. So, ich brauche mal ein bisschen Holz. Ja. Du auch, ne? Ja, wir haben ja, oh Gott, wir haben ja gar nicht mehr viel Holz. Wir haben ja so viel gebaut und aufgewertet. Wir haben fast gar nichts Holz, ey. Wir haben ja fast gar nichts Holz. Investiert. Oder investiert. Ne, wie war das mit dem anonymen Alkoholiker? Also, keine Ahnung. Hast du gerade so gestöhnt oder kommt jetzt gerade ein Zombie? Wie heißt denn dieser Türke, dieser Stand-Up-Comedian mit den langen Haaren? Bülent. Der hatte auch so was richtig Geiles erzählt. Da war der irgendwie in so einer Schule und dann kam da einer an mit so, voila, Alhamdulillah, irgendwie so, ne? Hat er so die ganze Zeit gequatscht. Und er stand da wohl so und dachte so, was willst du von mir? Und dann sagt der Typ, ich bin dein größter Fan. Sagt er, ja, wie heißt du denn? Stefan. Und was ist da jetzt von dem? Ja, und der hat. Oh, was hat denn der gesagt? Ich und meine Familie sind interveniert oder so. Ach, keine Ahnung. Ich krieg das nicht zusammen. Jetzt ist der Joke im Arsch. Tut mir leid, ja, Julian. Richtig. Weißt du, guckst jedes Video. Big Fan. Wer? Bülent von mir. Nein. Aha. Morgen Anzeige im Briefkasten wegen Verleumdung. Üble Nachrede. Der Idiot von YouTube schädigt meinen Ruf. Warum gewittert das jetzt nochmal? Achso, beim zweiten Blutmond kommt zweimal Blutmond. Was? Ja. Einmal um 10 und einmal um 4. Echt jetzt? Nein. Ja, aber warum hat vielleicht, man das jetzt gewittert? Vielleicht so Ende. So, nochmal für alle, ist ja die, noch so rot. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Es ist Ende. Nee, warte, das hatte ich ja schon. Da muss ich hin und die wär's gewesen. Ei. So. Ich hoffe, mit der neuen Treppe. Ich habe jetzt Treppe, so ein. Warum redest du so komisch? Weil ich jetzt einen Designeraufgang gebaut habe, Jasmin. Treppe. RTL Live. Live. Ja. Wir müssen da erstmal schön für Holz und Steine sammeln, ey. Hm. Oh, Steine, die dir im Weg liegen. Hab irgendwie noch ein bisschen Angst hier. So. Es ist auch noch so dolle rot. Jetzt hab ich so ein kleines Podest. Ich denke mal, das ist besser. Dann hauen die das nicht wieder kaputt. Sag mal, was ist denn los mit dem Himmel? Also, ich gehe noch mal kurz rein. Jasmin, ich glaube, die Götter sind erzürnt über uns. Und mach die Tür zu, damit du nicht rein kannst. Was denn? Hast du abgeschlossen? Ja, natürlich. Sehr schön, sehr mehrfach. Schön. Ja,
Wie machen wir das mit der Tür? Wollen wir nochmal eine. Aber die sind so teuer, die Eisendoors. Sonst lass doch lass hier. Doch den Lücke ein oder so. Also ich bin jetzt nicht. Kannst du die nicht verschieben, nee, ne? Ne, ich könnte den abbauen und erstmal auflassen. Aber lass die doch zu und lass. Und machst du einfach nur da was vor. Und wenn die das kaputt machen, ist das nicht so schlimm, so Holz. Ich krieg Musik. Ja, es ist hell. Nein, ich kriege Zombie greifen an Musik. Hä? Bei mir war dim dim dim. Ja, hatte ich auch. Und jetzt habe ich hier actionreiche Soundtracks. Aber ich sehe keinen. Jetzt habe ich ruhige Musik. Okay, das beruhigt mich. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Also soll ich hier noch was vorlassen, ja? Ja, mach einfach wieder so ein Ding davor, ist egal. Ja. Dann lass mir die Metalltür zu, dann kommt wenigstens so keiner rein, falls doch mal einer auf die Idee kommt. Pass auf, ich setze da zwei Rahmenformen einfach rein und die können wir zum Blutmond wegnehmen. Ja, pass auf, Digga. So machen wir das. Pass mal auf, ja? Pass mal auf. Guck mal. Pass mal auf. Jetzt muss ich wieder gucken. Oh nein, jetzt habe ich daneben gehauen. Oh nein, warte mal. Meine Wand ist kaputt. So, deswegen sehe ich das nicht. Auf. Ich habe das jetzt so gemacht und dann können wir zum Blutmond. Guck mal. Guck mal, Jasmin. Ja, komm mal bitte. Ich seh's doch. Dann können wir zum Blutmond das einfach wegnehmen und danach wieder platzieren. Dann sind wir safe, weißt du? Ja, du bist ein richtiger toller Typ. Danke. Du bist auch nicht übel. Besser geht immer, aber ist schon okay. Nee. Viel besser geht nicht. Na gut. Weil du es bist. So, ich kann das Wasser können wir auffüllen. Hier haben wir eine Medizinkiste. Medizin. Ich kann auch ein paar Bäume pflanzen. Ja, mit Helme und so. Das wird langsam eng in der. Obwohl, nee, wir haben ja Platz, weil die Pfeile raus sind. Ich lass mal die 100 Pfeile in meinem Inventar. Für die Yacht. So, dann haben wir hier. Kann man das stacken? Nee. Achso, es sind ja. Ich wollte irgendwas machen und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was es überhaupt war. Hast du den Faden verloren? Ja. Dann solltest du vielleicht mal in einer Schneiderei nachfragen. Ach Gott, das ist ja wieder blöd heute, ey. Nee, irgendwas hatte ich vor. Und jetzt habe ich schon wieder. Ach so, jetzt weiß ich wieder, mache ich gleich. Gucken wir den Punkt. Sollten wir in Flensburg. Bist du schon wieder gerast mit dem Fahrrad? Ich? Ja. Durstlöscher sahen Zutaten. Hey. Durstlöscher. Da kann auf jeden Fall der mit rein. Kann man das stacken? Ja. Machen wir aber noch nicht. Erst wenn die Reihe voll ist. Level up. Soll ich noch mal eine Kiste für Dosenfraß machen? Mach doch. Wäre vielleicht ganz cool. Dann kann man das so ein bisschen, was wir kochen und Dosen extra. Ja, ich muss gleich auf jeden Fall noch mal was essen hier, ey. Wieder keine Ausdauer. Hier ist ja noch was drinne, denn ich nehme das mal mit und das ist gekocht, ne? Keine Ahnung, ob man daraus überhaupt ein Menü machen kann. Achso, ich kann auch Gemüsesuppen machen. Wie weit sind denn die Pilze? Fertig. Einmal Pilzsporen. Perfekto. Interessant. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich kriege eine Erkältung, ey. Ja. Verrotzte Frauen, was Unerotischeres gibt es gar nicht. Schnacker. Es kostet mich dann wieder Überwindung, dich voll zu quatschen, dass du mich dennoch küssen sollst. Infiziere mich, Jasmin. So, eine beschreibbare Kiste. Dann müssen wir eindiebeln, eine Kiste und dann machen wir eine Diebeln. Eine Diebeln.
Das dauert 10 Sekunden. Oh, meine Lebenszeit läuft mir davon. So, was brauche ich denn für die Gemüse? Für ein Gemüse ist das Suppe, Eintopf. Da, Gemüse, Eintopf. Maiskolben. Ach so, roh sogar. Nicht mal gekocht. Pilze, Wasser und Kartoffel. 2, 2, 2, 1. Das kriegen wir hin. Dann machen wir doch gleich hier. Machen wir das gleich doppelt. Pilze haben wir. So. Wasser habe ich auch auf Tasche. Haben wir auch im Brunnen sonst, aber... Ja, aber nicht mehr... Nicht mehr, ja, haben wir nicht mehr viel, ne? Wir müssen auch mal wieder Kaffee machen. Mach doch. So, Gemüseeintopf möchte ich 2. Dauert 1 Minute 30. So. Ich mache uns mal was richtig lecker schmecker. Aber ich esse das nicht, weil ich bin 33 und ich weiß nicht, wie ich mich heile. Heile. Ich werde wahrscheinlich qualvoll an einer Infektion sterben. Ja, mach mal. Ich will mal sehen, wie das aussieht, ob da irgendwas passiert. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Aber dir zuliebe werde ich mich in einen Zombie verwandeln und qualvoll dich essen. Warte mal, ich wollte jetzt dosen, ne? Jetzt haben wir hier Saatgut. Wenn wir das umpacken, Fressalien, wenn wir das unten hinpacken und Saatgut vielleicht da oben drüber. Oder da. Aufschließen. Machen wir hier das Saatgut hin. Wunderschön. Und das hier wird... Da machen wir was anderes draus. Ich hätte da gerne Drosenflach. Dosen. Was? Wunderschön. Wunderschönchen. Hä, Saatgut ist leer gewesen. Wir haben gar keine Samen. Das ist ja traurig. Von was denn? Von Kartoffeln, Mais und so weiter. Mais? Mais? So, warte mal. Das ist Lamm. Große Rindfleischportion. Das findet man öfter. Das ist ja wie ein Warnleben, ey. Und Saatgut kommt da unten rein. Achso, und wir haben ja das hier auch noch. Das sieht schicker aus. So, hier können wir noch nichts weiter abbauen. Ist immer noch im Anbau. Und wir haben keine Seeds mehr, ne? Oh, nö. Das ist, wenn man doof ist. Hm? Nix? Ja. Okay, kann ich ja nicht mitreden. Das passiert, wenn man doof ist. So. Ich würde gerne noch ein paar Samen machen. Ja, mach mal. Weißt du, wie das geht? Mais, Samen. 5 Maiskolben. Zutaten, Speisen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich so gut wie kein Mais mehr. Das ist aber... Das ist aber da kommt ja wieder dazu. Das ist ja auch dann nur einmal Samen, ne? Oh, ist ja traurig. Das ist ja traurig. Was willst du tun, Fisch? Fisch. Wo? So, Gemüseeintopf ist fertig. So, dann kann ich jetzt Wasser holen. Eine Reparaturkiste. Ich hab nicht genug aus. Ja, was wollen wir denn jetzt genau machen? Ich mache hier die ganze Zeit Steine und Holz. Du bist die Beste. Ich hack hier schon die ganze Zeit den Felsen kaputt. Du bist ein Traum von einem Mann. Achso, genau. Ich wollte einmal gucken, die Bergbank. Bergbank. Siehst du, da müssen wir erstmal ein bisschen leveln. Die kann ich sowieso nicht bauen. Außer wir finden vielleicht den Bauplan.
Und was wollte ich noch? Jasmin, hilf mir doch mal auf die Sprünge. Nö. Ich wollte doch irgendwas noch gucken, was wir bauen. Was war denn das noch einst? Werkbank. Nee, die kann ich nicht bauen, weil mir ein Bauplan fehlt. Chemie. Chemietisch? Chemiestation. Messbecher haben wir nicht. Geschmiedet 100? Ja, wir müssen definitiv noch einiges einschmelzen. Also wir brauchen noch ich glaube, ein Kochtopf fehlt uns dafür noch. Ganz viel geschmiedetes Eisen. Dafür brauchen wir Eisen, ne? Oh. Der Stein ist schon mal weg. So, dann können wir einmal Bäume pflanzen. Du hast ja auch schon welche gepflanzt, wa? Ja. Sehr schön. Bauholz. 1A Ware. So, so. Ja, ich werde jetzt hier nicht 62 Bäume pflanzen. Warum nicht? Oh, nö. So, was können wir denn noch looten hier? Ach so, genau, ja. Genau, ja? Ja, genau, ja. Sag ich ja nicht oft, aber manchmal muss das sein, ne? Ich möchte noch was gucken. Ah, guck mal. Ja. Ich schau mal, ne? Guck mal, ob keiner guckt. Pass auf, hier ist ein Dicker, aber der kommt nicht in der... Bist du hin? Wer kommt? Was kommt? Hinter dir geht so ein Dicker spazieren am Berg. La 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 la. Müll! Ach, da. Ich liebe Müll. Und der ist unberührt. Ich habe ihn angefasst. Und Holz. Mein Mann! Bleib hier! Kommt der Dicke zu dir? Nee, mein Fahrrad ist den Berg runtergerollt, Jasmin. Ohne mein Zutun. Oh, hier können wir auch nochmal gucken, ob hier Post ist. Den blöden Hasen treffe ich sowieso nicht. Schon auch den Kampf gegen Hasen aufgegeben. Keine Chance. Was willst du tun? Fisch. Ich sehe ihn nicht mal mehr. Hast du Speerjäger Band 6? Ich nehme es einfach mit. Das weißt du eh nicht aus dem Kopf. Nö. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ein Buch. Ja, das ist eine Karte. Das ist wie die heilige Bibel des Speerjagens. Bibel. Bibel. Bis die hier ist, gucken wir nochmal. Holz und Eisen. Alles Opfer bei mir auf Arbeit. Marie 28. Unfallchirurgin. Au! Hast du letztes Mal schon gebracht. Ich weiß. Aber es hat gepasst, weil hier war gerade ein Zombie und der sah aus wie eine Krankenschwester. Und er war eine Sie. Er war eine Sie. Ja, der Zombie war eine Frau, also eine Zombie-Innen. Das hört sich an, als hätte man einer eine Waffe. Ja, weil sich das anhört, als wenn man nicht reden kann. Was? Das hört sich einfach nur falsch und bescheuert an. Es hört sich doch einfach nur neutral an. Neutral? Ja, jedem Geschlecht gerecht und so, ne? Ja, genau, ganz toll. Also ich finde, das hört sich an, als wenn man nicht reden kann, ey. Ich finde, das hört sich voll dumm an, deswegen mache ich das so gerne. Oh, ich hasse das. Es hört sich halt... So die Gesellschaft zurzeit bei manchen, ey, das ja, ist so... Es hört sich halt tatsächlich einfach an, als wenn man nicht sprechen kann, finde ich. Es hört sich irgendwie falsch an. Ja, es ist auch falsch. Und ich finde, das klingt auch nicht wirklich... Ah, das brauche ich nicht. Es klingt auch nicht wirklich geschlechterneutral, finde ich. Obwohl Muskelshirt? Ich weiß ja nicht. Kann ich das anziehen, ohne was abzulegen? Oh. Mich ist es einfach nur ein blöder Sprachfehler. Das Muskelshirt passt nicht in mein Gesicht. Denn, warte. Aber ich kann das doch zerlegen.
Dann habe ich Lumpen. Lass dich nicht lumpen, Jasmin. Ach, ich nicht. Oh, hier war ich noch gar nicht. Eine moderne Toilette. Ha, hochmodern. Was bist du eigentlich? Ich war gerade auf dem Pott. Ich bin hier da, wo wir... Ja, ich sehe schon. Weißt du, was ich nicht mitgenommen habe? Na. Meine Rohrzange. Warum nicht? Ich hätte das Auto abbauen können. Ich habe sie nicht mitgenommen, weil ich nicht dran gedacht habe, dass hier verlassene Autos stehen, die von mir abgebaut werden wollen. Aber ich habe eine Spitzhacke dabei. Ich weiß nur nicht, ob das das Gleiche ist. Kriege ich dasselbe, nur weniger? Also ich kriege XP und Eisen. Da hattest du. Ich höre dich. Nee, ist nicht das Gleiche. Carmen hat mir erzählt, Carmen ist nämlich Seven Days to Die Profi seit einer Woche. Ja, die hat bestimmt, ich weiß nicht, 1400 Spielstunden gemacht innerhalb von 48 Stunden. Und die hat mir erzählt, Werbung, du kriegst Werbung. Nö, sie hat ja keinen Kanal. Sie hat ja keinen Kanal. Und? Und sie hat mir erzählt, mit der Rohrzange kriegst du auch Motoren aus dem Autos, wenn du die abbaust. Und daraus kannst du dir ein Motorrad, ein Auto, einen Hubschrauber bauen. Was für eine Hässlichkeit hier. Hallo! Hörst du mal auf, mich zu schlagen? Wen machst du an? Hier, der sieht ganz komisch aus, keine Ahnung. Was ist mit ihm nicht richtig? Wo bist du denn? Hier hinten. Oh nee, jetzt wird es auch noch neblig. Jetzt verlaufe ich mich erstmal richtig. Bist du noch beim Zombie? Nee, hier. Hallo, hier unten. Ja, ich sehe dich. Ja, aber was bist du jetzt hier? Wo ist der Zombie? Den habe ich getötet. Hast du was zu essen? Nein, ich habe nichts zu essen und nichts zu trinken, weil ich wollte eigentlich nicht spazieren gehen hier. Ach so, hier, komm mal her, ich habe noch was für dich. Ja, einen Moment. Wo bist du hin? Da. So, könntest du das mal bitte studieren? Ach. Gern geschehen. Ja, stärken kleine Präsente nicht die Freundschaft? Ich muss meinen Hunger unbedingt im Auge behalten. Es macht jetzt keinen Sinn, hier einen Baum abzubauen. Wenn ich so hungrig bin, habe ich keine Ausdauer. Ich auch nicht. I want to ride my bicycle. Aber mein Bicycle ist ein Berg runter. Also halben Berg. Muss ich einmal hinlaufen. Hinlaufe. Oh, da war. Da, hier ist. Aber. Unberührter Müll und da war ein Nagel drin. Und da fällt mir doch gerade ein, wo ich Müll sehe. Hier war doch noch ein Vogelnest irgendwo. Kommt man denn vom Müll auf Vogelnest? Weil ich die mülligen Eier essen will. Ja, Brechsand. Da könnte ich brechen. Ich mag es nicht, wenn es dunkel, neblig ist. Ich mag es nicht, wenn mein Fahrrad den Berg runterrutscht. Ah! Ein Vogelnest! Fall um. Federn. Aber wenn du Nahrung brauchst, findest du keine Nahrung, ne? Ich guck mal in der Tankstelle, ob die was zu essen für mich haben. Hallo! Wo ist denn mein Jagdmesser? I want to ride my bar. Oh, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Mach es raus, Jasmin. Ah. Mach, dass es aufhört. Ist nur eine Box, aber da kann ich nicht rein schiffen. Der war schlecht, oder, Jasmin? Ganz schlecht.
Hallöle, können wir das kurz halten? Ich habe nicht viel Ausdauer. Guten Tag. So. Was ist hier los? Oh. Ich habe mich mit einer Frau in einem Raum eingeschlossen, Jasmin. Ha! Und ich habe sie flachgelegt. Da hat sie glatt den... Au! Glatt den Kopf verloren. Ich wusste nicht, dass wir hier Zuschauer haben. Oh, daneben. Keine Ausdauer. Oh, Gottes Willen. Lass mich hier raus. Nein, das ist jetzt ganz dumm. Das ist jetzt... Oh Gott, Jasmin, ich bin gleich tot. Ja? Ja. Ich habe hier hart zu kämpfen. Ich habe Hunger. Oh Gott, das bist du. Ich bin's. Ja, ist ja in Ordnung. Leute, helfen, Mann. Ja, geht mir gut. Ich brauche was zu essen. Lass mich mal durch, bitte. Was ist hier für eine Kiste? Ah. Oh, ich will nicht hier sterben. Mein Fahrrad ist hier, der Weg ist unendlich lang. Wasser. Alter, ich schwitze gerade, ne? Knochen. Ich finde hier nichts zu mampfen. Oh, bitte. Irgendwas. Leeres Glas. Das kann nicht. Und du hast auch gar nichts zu essen? Kann ich Gammelfleisch essen? Ist mir egal, ob mir das nicht gut tut. Okay. Ich muss auch gleich zurück. Es gab mir keinerlei Nahrung. Jetzt gibt mir doch irgendwas hier. Krankheitswiderstand. Oh. Erschöpfung hilft mir auch nicht. Aloe Vera Creme. Ich könnte jetzt hier alles verschwenden. Tierfett. Nahrung 5. Oh, ich habe gerade so überlebt. Gib mir ein paar Eier. Ich habe auch nichts zu futtern hier. Habe ich dir von meinem ruhmreichen Eroberungsfeldzug erzählt, wo ich die Frau flachgelegt habe in dem Raum? Nee. Ich hab's immer noch drauf. So. Tschüss. Hm. Da, da, da. So. Oh, hier ist noch ein Todesstier. Straßenreinigung. Ich hab schon wieder Hunger und in dem Nest waren wieder nur blöde Federn drin. Herrlich. Hm. Alter, sind hier viele tote Tiere. Todes. Warum? Das Nest haben wir jetzt mal übersehen. Wo fahre ich hier überhaupt hin? Komme ich ins Brandgebiet oder? Eine Brücke und ein Huhn. Ach, Kollege, du kommst so ungünstig, ne? Ach ja, du bist ja der, der so viel aushält. Denkst du, Puppe? Oh. Keine Ausdauer! Oh. Tu mir das nicht an, ich habe keine Ausdauer. Oh, und McNugget ist weg. McNugget. Oh, nee. Voll daneben. Ja, genau. Jetzt drehst du ab, ne? Hä? Da dreht sie ab. Boah, brutal. Das Hühnchen ist im Schneegebiet. Ich weiß nicht, kann ich da hin ohne Kleidung? Oh, das war so knapp. Ja! Ich hab das Huhn gekillt. Du kannst hier nicht atmen. Willst du mich verarschen? Ich bin nicht mal im Wasser. Also unter Wasser. Wahrscheinlich schon.
Also ich habe einen gebrochenen Knochen, ich habe Kratzer an der Hand, ein gestauchtes Knie, ich bin überladen, ich habe Hunger und Durst. Ja, ich muss auch erstmal nach Hause. Ja. Ich leuchte schon rot. Finde einen Unterschlupf. So, ich muss jetzt rohes Fleisch essen. Ich glaube, ich muss gleich ein Ei vermampfen. Ich habe einen Eiszapfen. Ist nichts Gutes, ne? Also eine Schneeflocke. Ja, jetzt habe ich mein... Der Nebel weg. Jetzt habe ich mein warmes Muskelshirt verschreddert. Warte mal, damit wir nicht mehr überladen sind. Ich glaube, den haben wir schon, ne? So, die Schneeflocke sind wir los. Das macht ein Nahrung, wenn das nicht zubereitet ist. Das macht 4 und das macht 5, ne? Müssen wir dabei erstmal verbleiben. Wo ist mein Fahrrad? Da. Gibt das eigentlich Plastik? Keine Ausdauer, Jasmin. Und Durst. Die Winterlandschaft sieht voll schön aus. Irgendwie wie, das ist so richtig Weihnachten. Was? Weihnachten? Ja. Wieso Plastik? Weihnachten? Im Wintergebiet. Mit dem Schnee und so. Wintergebiet? Ja, schön. Das werde ich ja sehen, wenn ich dein Video angucke. Wieso? Du kannst ja auch mal hier hingehen. Ich hacke Holz und hole Steine. Ja. Material, Herr Willis, Material. Ich bin fast tot. Das, was du denn wieder verbaust. Ja. Ja, was ich einsammel. Ja. Wollte ich nur mal betonen. Ich möchte nur betonen, dass ich 8 leere Wasserkrüge gefunden habe, 73 Steine, 45 Federn, 14 Gammelfleisch, 5 Rohre, 1 Nagel, 34 Eisen, 20 Kohle. Ich habe fast 2000 Holz. Ich habe fast 2000 Steine. Ich habe mehr. Ich habe 14 Blei. Ich habe mehr. Dann habe ich 60 Nitratpulver. Da habe ich auch mehr. Dann habe ich Federn. Habe ich auch mehr. Dann habe ich Lumpen. Dann habe ich Lehmboden. Latex. Und dann habe ich hier... Achso, nee, die habe ich... Ja, ich komme gleich dazu. Ich mache mal meine Taschen leer und dann kann ich dazukommen. Ich muss eh gleich nach Hause essen erstmal. Ja, das musst du machen. Ach, ich muss auch zum Händler wieder die blöden Quest abgeben. Ja, aber erstmal sammeln wir jetzt. Ja, sowieso ein unsympathischer Typ. Ich mag den nicht. Das ist doch mal voll nett. Ach ja, der lässt mich Drecksarbeit erledigen. Und der gibt mir voll wenig Sachen für mein Zeugs, aber will mega viel Geld für sein Zeugs. Halsabschneider. Mhm. Und der kann mir nicht kommen mit Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist hier nicht sehr hoch. Oh, ich habe schon 2 Punkte wieder. In Flensburg? Hä, nee, noch keinen einzigen gehabt, noch nie. Ach komm, hör doch auf. Nee. Du hast doch schon Punkte in Flensburg gekriegt, da bist du noch mit Dreirad gefahren. Ja, wegen zu langsames Fahren. Wegen Unfallflucht. Unfallflucht. Du bist doch seitlich ins Auto gefahren, das hat sich 3-mal überschlagen und du bist einfach weggeradelt. Ja, genau. Hier, nimm das und das und das. Die Achse ist echt gut. Ich sehe dich nicht. Ach, ich bin ja so ein Held. Ich hätte ja die Sachen in mein Fahrrad packen können. Ich habe doch so einen tollen Gepäckträger. Naja, jetzt muss ich das aussortieren, Jasmin. Hm. So, dann wollen wir mal. Habe ich hier vom Watt Stein und so weiter, ne? So, dann... Damit ich nicht jedes Mal hier denselben Fehler mache. Ja. Ich habe natürlich... Du bist der Fehler. Die leeren Wasserkrüge habe ich natürlich nicht aufgefüllt. Das würde ich gleich verarbeiten. Ja. Yeah. Oh nee, das wäre viel zu verschwenderisch. Das reicht. Warum geht der Verband da nicht rein? Achso, die kannst du nur auf 5 machen. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Platz.
So. Ja. Will ich den... Testosteronextrakt. So, dann haben wir hier noch die Mods. So, was habe ich denn? Achso, hier, ich habe noch den Panzer. Stufe 6 haben wir sogar. Was habe ich denn an? Nix. Hm. Stufe 4. Hallo? Hallo, erstmal, ich bin EKO. What? Kennst du den nicht mehr? EKO? Echo Fresh, Alter. Eisen brauche ich dafür. Echo, Echo. Echo. Das war wieder ein anderer. Ja. Oh. Ich kenne mich in der Schlagerszene nicht so aus. Schlager. Genau, Schlager. So, was können wir denn hier nur einsmelzen? Wovon haben wir denn nicht viel? Eisen muss noch. Huch. Oh, falscher Knopf. Ja. Oh, das hatte ich schon. Blei. Achso, hier ist ja, kann ich ja nochmal. Sandstein müssen wir auch noch. Oh, mein Gott. So, so, so und so. Das haben wir alles soweit fertig. Ach so, das geht nicht. Das ist ja schade. Die Eisenpfeile. Was stöhnst du so rum, Jasmin? Hä? Ich stöhne doch gar nicht. Achso, dann war ich das, weil ich kurz vorm Tod bin. So, was haben wir denn? Fressalien. Kack mich hier von der Seite an, ey. Ich hab dich überhaupt nicht angekackt. Zutaten. Durstlöscher. Ich glaube, Wasser kann man schon fast zwei reinmachen. Wir haben gar keinen. Wieso haben wir eigentlich keinen. Achso, nee. Vergiss, was ich gefragt habe. Du hast ja nicht mal gefragt. Nee, ich wollte nur wissen, warum wir kein Kapipulver mehr haben, aber ist mir gerade eingefallen. So ein Idiot hat wo ist jetzt hier das Essen? Bei Fressalien oder Dosenfraß? Wenn, was dir gut hilft, ist die Gemüsesuppe, denke ich. Ich versuche das jetzt mal. Habe ich Kartoffeln wieder angebaut? Nur einmal. Ich müsste mehr Kartoffelsamen machen, damit wir mehr Kartoffeln anbauen erstmal. Wir needen die. Ja, so. Ey! Entschuldigung, gehst du mit deinen Sachen um? Sage mal. Sag mal. Ey, hörst du wohl auf? Ich hatte gerade einen Ding. Wenn du das nochmal machst, ne, dann geh ich in dein Zimmer und dann hau ich gegen deine Schränke. Ach ja? Ja, in der Küche. Ich mach deinen Mixer kaputt. Ich hab immer noch Hunger, ey. Ich mach deinen Mixer kaputt. Nicht schon wieder. Geh mal weg, Dicky. Und dein Hocker. Hocker? Was für ein Hocker? Ah nee, das waren die von Mama. Drei Stück. So eine Badezimmerhocker. Hab ich geschrottet. Ich hab mich raufgestellt und der ist unter mir zusammengebrochen. Ich bin fett. Was sagt, sagt uns das? Ich wiege vielleicht ein bisschen viel. Wie viel man essen muss, ey. Was hab ich noch von dir geschrottet? Ja, dieses komische... Ja, das Teigdings da, ne? Handrührgerät. Genau. So hieß das.
Wo könnte denn hier noch ein Bauernhof sein, dass man da noch ein paar Kartoffeln ernten kann? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Hinter dir quasi, draußen. Auf der Terrasse. Du bist schon wieder hier. Ja, ja, wir haben das Brandgebiet. Das riecht dir so unangenehm. Ja, ja, was stinkt bin ich? Ja. Im Norden haben wir ein Schneegebiet, im Süden haben wir das Brandgebiet. Bist du schon wieder weg? Hä, ich stehe doch immer noch hier. Ach so, oh Gott. Warte mal, ich bin... Hier war ein Bauernhof. So, ich habe ja mein Nachtsichtgerät, probiere ich mal aus. Ich bin da hoch? Ach so, ich bin da hoch. Ach so, ich bin so doof. Ich wollte eigentlich hier lang. Da ist die Tankstelle? Hin. Quatsch. Metallgeschosse. Ne, Geschossspitzen. Doch, aber was ist das? Was ist das? Ach ja, das ist ja dieser riesige Laden. Ne, warte, das ist der. Ne, das ist das Autokino. Kommst du klar, Junge? Nö. Kommst du mit? Das ist mir zu kompliziert. Ja, mir auch. Ich geh mich mal eben umbringen. Das dauert mir zu lange und ich kann so nicht auf Loot-Tour. Und ich würde gerne noch mal einen Bauernhof finden, bevor ich hier irgendwas mache. Kann man eigentlich mit dem Gammelfleisch machen? Wir haben jetzt da so viel von. Hier Beete bauen. Beete? Ja, damit wir anbauen können. Wieso ist das nicht aufgewertet? Ach, wo ist denn jetzt hier diese Kackbleikacke da? Wo kommt denn die rein? Können wir die Beete nicht hier oben so einen richtig schönen Strebergarten wie so ein Balcony? Ja. Achso, da. Geronimo! So. Peter. Du kannst doch hier alles einschmelzen, das Gold und so. Kannst du da nicht Dings draus machen? Gold? Meinst du Messing? Naja, oder so. Kannst du da nicht Patronen draus machen? Ja, wir brauchen Messing für Patronen, aber, und jetzt kommt's. Jetzt aber gefällt mir gar nicht. Wir brauchen eine Werkbank und dafür müssen wir fortgeschrittener Ingenieur lernen. Oder den Bauplan lernen, finden. Wenn ich ständig sterbe, geht das nicht. Ja, dann stirbt doch. Ah, man verliert doch XXX. Oder? Wenn man stirbt. Ich erscheine auf meinem Bett. Wie Jesus. Da bin ich erschienen. So. Was haben wir denn noch? Im Eimer. So, dann bin ich wieder voll ausgestattet. Was kann denn noch rausziehen? Würde ich tatsächlich mitnehmen einmal. Weil, krass. Das kann raus. Warte mal, das kann weg. Das will ich raus. Das kann gleich weg. Die müsste man voll machen bei Gelegenheit. Also bleiben die drinne. Hier habe ich das gesehen. Da und... Ist das über dem Balken? Das kann hier noch mit hin. Tut mir das weh? Nö. Wie mache ich denn das Nachtsichtgerät an? Hast du es aufgesetzt? Ja. Drück mal F. Oh, geil! Danke. Dabei habe ich mich gar nicht hübsch gemacht oder so. Man sieht das gar nicht. Na und, ist ja egal, aber ich hab's auf. Sieht gut aus. Steht cool, dir. Ey. Ja, steht dir auf jeden Fall. So. Jo. Dann müssen wir nochmal los. Ja, ich hab, warte mal, ich muss das noch ein bisschen hier wegsortieren alles. Ich steck mir nochmal zwei Wasser ein. Mein Maschinengewehr packe ich auch erstmal bei mir hin, bevor du mir das klaust. Ja, würde ich auch machen. Ja, du Arsch, du willst mir das wegnehmen. Ich weiß das ganz genau. Nein. Mhm. Ich würde dir das nicht wegnehmen. Ich bin nicht so ein Typ. Oh, doch. So, der kann weg. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Mampf. Fressalien. So, jetzt nehme ich mir nochmal meinen Gemüseeintopf mit.
Ja, Essen muss ich mir jetzt auch noch mal mitnehmen. Und ein paar Eier. Ah, die. Ah, der Mais ist immer noch im Anbau. So, ich nehme eine Dose Lachs mit. Also du kommst mit, ja? Wohin oder, denn? Oder willst du abbauen? Wohin denn? Ich will nach Bauernhöfen suchen, damit ich Mais und so klauen kann. Können wir ja gucken. Und auf der Weg, auf der Weg. Auf der Weg. Auf der Weg wollte ich denn, reicht. Wo bist du denn da? Tschüss, komm. Auf der Weg wollte ich Bäume abbauen und so. Bisschen ja, Stein. Ja, das mache ich ja sowieso schon bisschen, die ganze Zeit. Bisschen Eisen. Aber ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Okay. Und machen jetzt eine kleine Pause, dann kann ich mir nämlich noch einen Kaffee holen. Oh, machen wir. Ja. Dann sehen wir uns nämlich morgen wieder, wenn es... Ja, morgen kommt die große Ostersuche, wa? Ist zwar nur nicht Ostern, aber... Ja. Wir suchen ja Bauernhöfe und Eier. Ja. Begleitet uns gerne weiter auf Loot-Tour. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Sag du richtig Tschüss. Tschüss. Sag du richtig Tschüss.